Ich habe Leiter in der Hand. Also ich Es hat gewittert. mir hat sie das Texture-Pack rausgehauen, das sieht irgendwie anders aus. Und ich habe hier schon eine kleine Falltür aufs Screen gebaut. Da will ich mich heute mal runtergraben. Und der Plan Glaube, ist, das dass ich da Budget da heute. gerade aus, oder? Ist da heute irgendwie ein Keller baue. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, Modi. Ich sitze hier gerade in Irgendwas kommt der. mir komisch vor. Ich Nee, sitze ich hier habe gerade nichts anderes zu tun. fest. Liegt wahrscheinlich daran am Wetter. Na gut. Moment. Ich muss mal noch eben meinen Stream öffnen. Ja. Na, sehr toll. Das habe ich ja scheiße gebaut. Ich sitze hier fest unten. Ich komme hier nicht mehr raus. In meinem Haus. So. In der Ah, nee, doch Tat. nicht. Oder doch? Nee, in deinem Oh, hey, Haus. ich finde meinen Account nicht mal. Tja, das ist schwierig. Nicht gemacht. Vielleicht solltest du einfach die Falltüre zerlegen erstmal. Weil dann kannst du eine Leiter setzen. Ich Zerleg brauche die die Falltür. Falltüre! Ja, ich brauche die Falltür. Du kannst sie danach neu platzieren, du Vogel! Ich weiß nicht, was du gerade für technische Probleme hast. Ja, ich habe Ich auch technische nicht. Probleme, dass ich gerade unsichtbar auf Twitch bin. Moment. Ach, Mordi. Ja, Entschuldigung, ich mache das nicht lange. So, jetzt kriege ich da die Falsche nicht mehr drauf. Minecraft Noob. Ist doch irgendwo hier. Bearbeiten. Das müsste doch gehen, oder? Ich habe schon Fallschirm ganz woanders angebracht. So, sehr schön. Genau. Jetzt runter. Heute werden erstmal Leitungen ausgetestet. Ja, funktioniert. So soll das. Und ein paar Bücher habe ich auch auf Screen eingebaut. Ein paar Bücherregale. Zwei, drei habe ich noch. Können wir schlafen gehen? Es ist ja Gewitter, dann können wir schlafen gehen. Ja, ich muss mal gucken, wo ich das Bett hingeschmissen habe. Ach, da habe ich es hingeschmissen. Ach so, Ich ja bin im gut. Bett. Wo wir gerade dabei sind, die Playlist. Die habe ich schon offen. Das, da ich Spielaufnahmen anhabe, müsste das jetzt kein Problem sein. Wo ist denn die Playlist? Modi bei Modi im Privatchat. Das muss ich mir mal irgendwo hinpacken, die Playlist. Irgendwann wird es schwer zu finden. Zufallsmix und den Ton mal ein bisschen leiser. Sehr schön, ich denke, so geht's. Kann das denn sein, ey? Modi ist noch nicht mit dabei. Ja, nee, ich Wird mach's das jetzt. jetzt, wird das so, wird das jetzt so wie in Thieves gestern? Nee, ich meine, wenn ich jetzt das nicht mehr hinkriege, dann ist mir halt auch scheißegal, dann nehme ich halt wieder nur auf, aber. Nicht mal der Link So. funktioniert. Eine Spitzhacke bräuchte ich mal. Ist der Plan ist heute, dass man, dass wir mir einen Keller bauen. Was ihr so für Pläne habt, ich weiß nicht. Ich wollte mir eigentlich noch einen Balkon Okay, cool. ansetzen. Aber mal gucken. Ach ja, ich war zwischendurch auf Wanderung. Ich glaube, das Pferd habe ich schon im letzten Part geholt und habe ich das Offscreen geholt. Ich habe ein Pferd. Muss mal kurz in die Küche. Ist das Super. auch. Habe ich das Offscreen geholt oder?
Habe ich davon schon im letzten Part erzählt. Ich habe aber keinen Sattel. Bei uns Menke habe ich keinen Sattel. Das ist schlecht. So. Sollten wir mein Zeug nach drüben verfrachten. Spitzhacke wollte ich jetzt machen. Spitzhacke. Steinspitzhacke reicht erstmal. Müsste glaube ich auch noch irgendwo eine Diamantspitzhacke haben. Ist glaube ich drüben bei mir in der Hobbithöhle. So ruhig hier. Mordi, hast du mit dem Discord geflogen oder was? Nee. Prof ist gerade in der Küche, wie es ausschaut. Ah, okay, cool. Man wird also erst gefunden, wenn man eine Weile lang gestreamt hat. Cool. Wie gefunden? Ich werde ja in der Suche auftauchend. Ich werde ja scheinbar auch nicht gefunden, weil sonst hätte ich Zuschauer. Scheinbar werde ich nicht gefunden. Sortieren nach wenig nach viel. Okay, ich bräuchte vielleicht mal noch ein paar Fakten. Die sind bei 1 Zuschauer. Da war ich mein Diamantschwert. Wenn ich zu finden wäre, dann gäbe es dann hätte ich Zuschauer. Du tauchst aber in der Suche auf. Ich konnte dich ja adden als Auto-Host. Okay. Ja, komm, scheiß drauf, dann stürme ich halt einfach jetzt so. Ich habe sowieso keine gute Bitrate. Ich auch nicht. Ja, oh mein Gott. Ey. Ich hatte doch. Hast du mir nicht eigentlich mal einen Pferdeharnisch mitgebracht? Dass ich nicht eigentlich auch mal. Den hattest du eigentlich in deiner Kiste. Und hatte ich nicht eigentlich auch mal mehrere Sattel? Die hattest du in deiner Kiste. Scheinbar nicht. Ich wollte den Berg weiter abtragen. Seltsamerweise nicht. Scheinbar habe ich nichts mehr davon. Dann hat es mir Puff geklaut oder so. Ich habe nichts mehr. Aber hier ist noch ein Spitzhacke drin. Ich brauche Fackeln, damit ich da unter Tage bauen kann. Später werden Laternen raus, aber. Ach, was soll's. Ich klau mal ein paar von Prof. Mach das. Skandalös. Muss dann auch noch dringend. Ja, 4 reichen jetzt hier erstmal. Du wahrscheinlich. Nee. Wie tief sollte ein Keller sein? Ja. Ich würde sagen, bis du Bruchstein findest, ne? Und dann da durch. Ja. Ich orientiere mich ja mal hier an dem. An dem anderen Rezept. Ich baue hier mal einen. Vielleicht sagt der, wie tiefer das hat. Eine Untergrundbasis. Wie es heißt. Der hat eine Glasfassade drüber, aber ich will es unter meine Hütte bauen. Ich mache auch eine Glasfassade. Glasfaser darüber? Was? Glasfassade. Habe ich gesagt. So, ich verstanden, der hat Glasfaser da drüber. Sieht schon ziemlich tief aus. Vielleicht kann ich das auch machen, dann kann ich von meiner Wohnung in den Keller reingucken. Sieht schon. Eine Sekunde, kann man es ja sehen. Das sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke tief. Erstmal brauche ich dann wahrscheinlich Material, wenn ich es ausgegraben habe. Ich finde, das passt ganz gut zu der Höhle. 1, 2, 3, 4. Okay, mindestens noch eins tiefer. Ach, wisst ihr was? Ich mache eins. Ich würde erstmal den Boden hier drin lassen. Das ist erstmal das. Au. Was ist au? Ja, ich bin runtergefallen. Mach mal nicht. Zu spät. So, sehr schön. Hat jemand eine Leiter für mich? Nö. Auf keinen Fall.
Ja. Nur du selber craften. Das ist dumm. Ich mach mir jetzt erstmal wieder Spitzhacken und mach weiter mit dem Berg. Viel Spaß. Sure. Ich hab Sand. Mach Beton draus. So, 21 Spitzhacken sollten reichen. So. Leitern. Hier sind Leitern. Stitch brauche ich dafür. Stitch. Dann nimm dir welche. Sticks, Sticks, Sticks. Wir haben genug Bäume in der Baumfarm. Sticks. Ich habe auch noch genug Bäuerholz. Was? Bäume in Minecraft? Glaubt man kaum. Unfassbar. Wo sollen die denn herkommen? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich glaube, die sollte ich ein bisschen leiser machen. So 64er Stack Sticks. Mach auch mal ein bisschen leiser. Das ist jetzt ein bisschen sehr. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Viel. So. Sollte gehen. Ich habe übrigens gerade 2800 Kilobit pro Sekunde Upload. Aha. Animal Crossing. Ich bin normalerweise so bei 10.000. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich habe. Er steht bei dir in OBS unten rechts. Juckt mich aber auch nicht. Sollte es auch nicht. So, ich mache jetzt erstmal Leitern. Okay, das ist, okay. Kilobyte pro Sekunde meinst du? Ja. Da ich gerade, Zahlen. 2000. Ach, Zahlen. 2000. Also im Moment ist 2600, ja. Manchmal auch 2700. Nur das so dazwischen. Schwankend. Ich springe halt gerade massiv zwischen 2400 und 5900 hin und her pro Sekunde. Schwankend zwischen 700 und 600. Also ich habe ja schon... Solange der Server weiterhin bei 1 Gigabit bleibt. Ja. Das ist natürlich super. Ganz ehrlich, ich habe schon lange die Vermutung, dass bei mir direkt nebenan wahrscheinlich irgend so ein Streamer wohnt, der jeden Tag mit 10.000 Bitrate streamt. 24 Stunden lang. Anders kann ich mir das nicht erklären. Tja. Hast du vielleicht schon mal nachgedacht? Deutsches Internet. Oder 5 Familien, die dort deren Kinder immer ins Internet wollen. Ja, selbst dann wird es aber nicht auf den Upload gehen. Mein Download ist ja momentan bei fast 100... Oder ein Kinderporno-Netzwerk. Ich hab bei 96 Mbit, glaube ich. Oder ein Kinderporno-Netzwerk. Im Gegensatz zu gestern, wo es halt schlimm war. Da werden Pornos hochgeladen bei dir. Das kann Nachbar, auch sein. Der Nachbar lädt Pornos Zimmer hoch. Der Nachbar ist ein seltsames, rot beleuchtetes Zimmer direkt in Fenster. Ja, das ist... so. Da werden Pornos hochgeladen. Das wirkt auch verdächtig. Ja, also... Nee. Es klingt abends nur manchmal so, als würden jeden Tag 5 Frauen abgestochen werden, aber ich wohne ja nicht in Würzburg, also alles gut. Da waren es nur 3. Übertreib mal nicht. Hm. Ja, schlechte Zeit, meine Oma wohnt in Würzburg und wollte an dem Tag auch in die Stadt. Tja. Ja. Dann können wir ja froh sein, dass es nicht ist. Ich müsste mal anrufen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Grundsätzlich. Egal, was passiert ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist etwa 11. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10. Ich sagte 10. Es sind aber 11. 11. So, hier.
Der verdammte Kies. Team Kies? Schweigen. So. Ich habe hier viel Kies unter meiner Hütte. Mhm. Und ich habe hier einen Creeper. Ah, vielleicht kann ich kommt vor. Sehen. Kommt vor in Minecraft. Minecraft und Creeper? Was? Die kommen doch aus Oblivion, Digga. Denk mal mit. Kommen sie wirklich? Ich habe das nie so wirklich gespielt. Nein, kommen sie nicht. Creeper sind dadurch entstanden, dass sie bei der Skalierung es verkackt haben mit Schweinen. Ja, ich weiß, aber es kann doch sein, dass es irgendwelche Dinger gab, die ähnlich funktioniert haben. Nee, gibt da jetzt kein direktes Vorbild für die Funktionalität von Creepern. Jedenfalls keins, das jetzt direkt... Also du sagst, da ist ein Schwein explodiert und deswegen gibt's die Creeper. Ja, im Entwicklerstudio ist ein Schwein explodiert und dann kam... Nicht explodiert, skaliert. Sie haben im Endeffekt ein paar Werte also vertauscht beim Schwein und es sah dann aus wie ein Creeper. Wie ein pinker Creeper. Ja. Ja, mit der Textur halt, ne? Und wie sind sie auf die Explosion gekommen? Keine Ahnung. Gut durchgekokster Abend wahrscheinlich. Vermutlich haben sie gedacht, es wäre doch lustig, wenn die explodieren, weil die so hässlich sind. Wer weiß. Die Entwickler von Minecraft wissen. Ja. Wahrscheinlich. Wie viele Entwickler gab es eigentlich am Anfang? Einen. Die ersten paar Versionen war, also in der InDev und InfDev ganz am Anfang, nee, InDev war es Notch und dann hatte noch ein paar Leute dazu geholt. Ja, aber ich meine, das hier ist. Also in den ersten, also die erste Zeit waren es glaube ich 3, dann waren es 5 und dann weiß ich es nicht mehr genau wie. Ah. Mittlerweile hängt halt eine Firma hinten dran. Ja, mittlerweile ist es halt Microsoft, ne? Ja, gut, ist ja trotzdem noch Mojang. Sie gehören zwar Microsoft, aber das ist ja trotzdem eine eigenständige Firma. Ja, die haben bei dem Erfolg doch wahrscheinlich sowieso praktisch unbegrenztes Personal. Viel zu viel Kies, wenn jemand Kies braucht. Ich habe jetzt hier gerade... Wer braucht schon Kies? Gab's doch irgendein Rezept... Fertig, ich brauch keinen Beton mehr, danke. Da gab's doch irgendein Rezept, wofür das gut war. Ja, Beton. Und Beton. Ja, niemand baut hier doch mit Beton. 1, 2, 3, 4... 10 muss breit werden. Der verdammte Kies hier schon wieder. Ich habe auf Kies gebaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Modelfoto von Zombie erschlagen. Ja, in meinem Haus. Ich bin zu faul. Sechs. Und der Kies schon wieder. In der Breite. Und Pokémon-Musik im Hintergrund. Die erkennst du. Immer. Ist auch unverkennlich. Naja. Pokémon-Musik ist schon echt schön. Ebenfalls, naja. Hast du nie wirklich Pokémon-Musik gehört? Ich habe so gut wie jedes Spiel gespielt, außer Schwert und Schild und Sonne und Mond. Ja. Gerade von der vierten Generation ist halt... Also erste, zweite ist noch nicht so, dritte, ja, vielleicht ein bisschen, aber... Da ist noch ein bisschen Pixel-Musik. Pixelmusik, ja. Wir kennen sie, die Musik, ja. Die aus Pixeln besteht. Natürlich. Du weißt, natürlich. Was meinst du, diese
Diese nicht Orchestermusik. Diese aber, nicht Orchestermusik. Na, ich glaube, ab vierte Generation ist ja Orchester. Orchestral zumindest. Eins, zwei, drei. Ich heb hier gerade erst mal keine aus. Und brauche dann nicht nochmal mehr Fackeln. Ich muss mehr Kohle holen. Mach das. Ja, und sonst so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9 und so, 10. Zeit fürs Frühstück. Prof macht Frühstück. Ja. Und gerade hast du aufgestanden, oder was? So mehr oder, naja, 16 Uhr. Also so mehr oder weniger. Ich brauche hier dringend Fackeln, sonst sehe ich hier nichts. Also gibt's jetzt ganz klassische, wie es halt so ist beim Frühstück. Erstmal knapp was. Knapp daneben. Pizza. Ja. Kann man machen. Eine Schokoladenpizza. Mach mal ein Mix draus. Nee, danke. Die Konköfte. Die war richtig scheiße. Lieber die Konköfte-Pizza. Die auch nicht. War mir ein bisschen zu plastikhaltig. Ja. Mein körpereigener Plastikhaushalt ist schon ausgewogen genug. Ach so, du warst im Meer schwimmen? Hast Wasser getrunken im Meer. Apropos trinken. Irgendjemand muss mir doch in die Kisten reingegangen haben und muss mir was geklaut haben. Ist doch hier. Nein! Wir haben alle unsere eigenen Kisten. Ach, hier meine ich. Diese Kiste. Aber diese Kiste ist fast leer. Ist nicht fast leer, aber da fehlen doch Sachen. Die hatte ich voll. Die Kiste war voll. Ja, dann wirst du da Sachen rausgenommen haben. Und vergessen, du warst doch auch in der Mine. Vielleicht bist du dazwischen noch ein, zwei Mal gestorben mit Zeug aus der Kiste. Wer weiß. Ich glaube nicht. Aber ich könnte schwören, da waren gerade in der Kiste hier, da waren definitiv Sattel drin. Und eine Rüstung habe ich auch da drin. Und so, das ist doch, ich bin doch nicht. Vielleicht war es an deinem Pferd, was irgendwann gestorben nicht. Und meine Kohle, die ich hier drin hatte, ist auch weg. Okay, die liegt im Ofen, das ist. Ja, gut. Mensch, ist vielleicht der Rest in deiner Werkbank oder sowas? Geht ja nicht. Leider. Das ist schon mysteriös. Fackeln, Fackeln, Fackeln. So, 12 Fackeln sollten erstmal reichen. Vielleicht war ja der Selbi zwischendurch online. So, ich bin mir jetzt einfach mal selbst gefolgt. Über den Link, den ich in Discord gepostet habe. Okay. Vielleicht hilft das, damit man überhaupt in der Suche auftaucht, wer weiß. So. Ich guck mal Musik schön. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Sie ist okay. Es gibt besseres, aber sie ist okay. Aber auch den Soundtrack von der siebten Generation fand ich auch nicht falsch. Das hawaiianische. Der Soundtrack war das einzig Gute. Das hawaiianische Feeling. Ein Pokémon Sonne.
Ja, wie gesagt, der Soundtrack war das Einzige, was nicht scheiße war. Naja, ich fand's. Ich weiß, da bin ich. Ich bin mit vielen Leuten nicht einer Meinung, aber ich fand Pokémon Sonne und Mond generell nicht schlecht. Ich fand's ein bisschen schade, dass sie es versucht haben, noch auf den 3DS zu quetschen. Das war ein bisschen scheiße. Sie hätten auch schnell noch auf den 3DS gequetscht. Dadurch hätte es halt weniger. Deutlich weniger geruckelt und es hat deutlich. Hätte halt auch der Switch deutlich besser funktioniert auch. Aber gut. Ich bin ja sowieso mal gespannt, was sie mit dem Arceus-Ding machen. Ob das wirklich so dermaßen scheiße sein wird oder ob es. Also von der Grafik her kann, naja. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Ja, wir wissen es ja. Wenn die den ersten Trailer raushauen, dann ja. Spiel normalerweise fertig. Dann gibt es ein paar Bugfixes noch, aber an der Grafik wird sich nicht mehr viel ändern. Naja, es gibt nicht mal Bugfixes meistens. Du musst ja bedenken, das Ganze muss ja dann auch noch. Das brauche ich auch und das muss ja auch noch für den Vertrieb fertig gemacht werden. So. Ja, ich glaube, das ist halt die größte Sache. Auf die Karte wenn fertig ist, dauert es die restliche Zeit, das Zeug auf diese. Auf die Karten zu pressen und so weiter. Das ist halt. Switch-Karten zu pressen. Es gibt halt wirklich nichts Schlimmeres als Switch-Cartridges. Finde ich. Gibt es bestimmt schon schlimmere Sachen. Ja, sie könnten es auch versuchen, auf Disketten zu drucken. Aber das ist etwa dasselbe Niveau. Es ist halt oder wie CDs bei PC-Spielen. Scheißdinger reinzupacken. Oder CDs bei PC-Spielen. Die schmecken ja nicht mal, das ist das Traurige. Einer Person schmecken sie. Bitte was? Das habe ich auch gesehen jetzt bei Twitch Clips Germany. Da gab es doch einen Streamer, der dran geleckt ja, hat und es nicht schlimm fand. Ich hab's vergessen, aber er hat abgeleckt und meinte so. Schmeckt doch lecker. Ja, die sollen halt endlich mal anfangen, das Zeug auf CDs oder irgendein Medium, was mehr Speicher hat, zu pressen als diese Cartridges. Tja. Also sie sollen es mal versuchen, auf SD-Karten zu packen. Die sind sogar besser, soweit ich weiß. Ich glaube, da müssen noch eine Ebene dazwischen bauen, sonst. Naja, wenn ich mir dann so angucke. Einer der letzten Steinstufen vielleicht. Firmen, die noch mit SD-Karten im unter 1 Gigabyte-Bereich arbeitet und die dann noch sackgesteuer verkauft. Siemens! Ah, gut. Ja, gut. Die bauen den Scheiß nämlich in ihre Anlagen ein. Ja. Ist halt das sind doch beschissenere Datenträger. Bastler? Ja. Was? Nein. Du zahlst mehrere hundert Euro für so ein Ding. Ich weiß, und dann musst du wahrscheinlich, wenn du es irgendwie ich glaub, ich brauch was mal Besseres Schlaps. Upgraden willst, all den ganzen Scheiß irgendwie selber machen. Ich brauch mal Staunenschlaps. Nein, da bezahlst du für einen Service an Siemens für mehrere tausend Euro. Für einen Service, okay, gut. Wollte ich geh mal bei dir Staunenschlaps machen. Willkommen in der Industrie. Wow, das ist. Ferdi 2 ist jetzt da. Haben wir noch gar nicht richtig begrüßt. Ferdi 2. Und Horst ist, glaube ich, nie abgehauen. Das ist, glaube ich, noch der Ursprungshorst. Der Ursprungshorst. Ja. Horst und Ferdi. So haben wir sie doch getauft. Habe ich sie getauft? Keine Ahnung mehr, das ist viel zu lange her. Steine habe ich jetzt genug im Inventar, da brauche ich nicht neues holen. Was essen sollte ich mal? Benutze mal deine Schleppsmaschine. Bruchstein? Nee, ich muss jetzt mal brennen. Brennen! Oh, Stein. Du hast doch schon gebrannten Stein in deinem Ofen. Ja. Vielleicht darf ich den mal benutzen, um mir ein paar Schlepps draus zu machen. Oder brauchst du den irgendwo für? Modi?
Das war eine Frage. Darf deinen gebrannten Stein nehmen? Ja, nimm dir raus, was du brauchst. Danke. Ist immer so, das hier ist Kommunismus. Steinstufe, ja, die brauche ich. Davon brauche ich viele von. Steinstufe. Ist das gerade schon wieder Minecraft-Musik in meiner Playlist? Ich bin jetzt mittlerweile in der Suche angekommen. In was für eine Suche? Auf Twitch. Ich kann zumindest gefunden werden. Hurra. Es hat also was gebracht, mich über einen direkten Link selbst zu folgen. Ich habe mir da noch nie einen Kopf drüber gemacht. Ja, weil ich dir von Anfang an gesagt habe, dass du gefunden werden kannst. Vielleicht deswegen. Ja. Okay, 64 Steinstufen sollten erstmal reichen. Denkst du? Tatsächlich denke ich das. Die Decke schöner machen. Weil ich den Keller ausbauen festgestellt habe, ich baue eine Ebene unter ihm und da ist der Teppich noch zu sehen. Und deswegen will ich da ein bisschen, wenn wir da keinen Block dran, drauf bauen, dann ist das zu niedrig. Aber ja, deswegen baue ich da halbe Blöcke. Na, dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert.